Gedanken und schick uns deinen Geist. Ersammle die Gedanken und schick uns deinen Geist, der uns das Hören lehrt und dir folgen heißt, der uns das und dir folgen heißt. Gott, immer wieder rufst du uns. Manchmal hören wir hin. Oft aber versperren wir unsere Ohren. Wir überhören, was du uns in deinen Rufen, in deinem weinenden Flehen sagen willst, und wir übertönen die Stille der zum Schweigen gebrachten mit unserem Lärm. Vergib uns, wo wir nicht getan haben, was uns verlangt war, von uns verlangt war. Vergib uns, dass wir so wenig von deiner Liebe haben spüren lassen. Erbarme dich, unser. Wir wollen einen Moment Stille halten. Gott, du begleitest uns und lässt uns dein Erbarmen spüren. Wir hören zu und kommen zur Ruhe. Du umkleidest unsere Unvollkommenheit, verwandelst unser Stückwerk in Fülle. Wir können aufatmen. Ehre sei Gott in der Höhe. Amen. Als Introitus wollen wir heute, wie schon beim letzten Mal, den Psalm 47 hören, der für diesen Sonntag vorgegeben ist. Schlagt froh in die Hände, klatscht Beifall, ihr Menschen in der Welt, lasst Gott hochleben mit euren Stimmen, denn Gott, der alles umfasst, ist wunderbar. Ihm gehört die ganze Erde, er regiert. Er bindet die Völker aneinander. Er stiftet Frieden zwischen Rassen und Nationen. Allen, die an ihn glauben, gibt er Mitspracherecht für das Leben. Das hat er schon vor Zeiten unter dem Regenbogen geschworen. Gott überrascht uns mit Klängen und Melodien. Da stimmen wir mit ein, voller Freude, und singen unseren Beifall für Gott. Klingen soll es, klingen über die ganze Erde. Gott allein ist der Herr. Singt ihm eure Gebete und Psalmen. Gott verschenkt sein gutes Recht an Menschen und Völker. Aber er bleibt allein der Herr und selbst der Stärkste könnte ihm nur dienen. Soweit die Worte aus Psalm 47. Wir wollen nun als Lesung das Evangelium nach Johannes hören. Die Edith wird uns lesen. Hallo? Ja, geht. Der Text ist in Johannes 16, Vers 5 bis 15, das Werk des Heiligen Geistes. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe,
werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch so viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt es von dem Meinen und wird es euch verkündigen. Wir antworten auf die Worte der Heiligen Schrift und bekennen unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ja, um Sie gesanglich ein wenig zu entlasten, ein Lied, das ich vortragen kann. Eigentlich war es für zu zweit gedacht, jetzt singe ich halt allein. Du bleibst an meiner Seite, wer es auswendig kann, kann es gerne mitsingen. Laut genug auf jeden Fall. Du bleibst an meiner Seite, du schämst dich nicht für mich. Du weißt, ich bin untreu und dennoch gehst du nicht. Du stehst zu unserer Freundschaft, obwohl ich schwierig bin. Hältst du mir die Treue, gehst mit mir durch dick und dünn. Du bist treu, Herr, an jedem neuen Tag. Du bist treu, Herr, auch wenn ich versag, bist du treu, Herr. Unerschütterlich hält deine Treue mich, du bleibst mir treu. Du bleibst an meiner Seite, du schämst dich nicht für mich. Du weißt, ich bin untreu und dennoch gehst du nicht. Du stehst zu unserer Freundschaft, obwohl ich schwierig bin. Hältst du mir die Treue, gehst mit mir durch dick und dünn. Du bist treu, Herr, an jedem neuen Tag, du bist treu, Herr,
auch wenn ich versag, bist du treu, Herr, unerschütterlich, und deine Treue mich, du bleibst mir treu. Du bist treu, Herr, du bist treu, Herr, an jedem neuen Tag, du bist treu, Herr, auch wenn ich versag, bist du treu, Herr, unerschütterlich, hält deine Treue mich, du bleibst mir treu. Ja, der Geist weht, wo er will, manchmal auch ziemlich heftig. Ein Gott, der aus Liebe zu uns handelt, davon handelt auch unser heutiger Predigttext, auch wenn er im ersten Moment ein bisschen anders klingt. Er steht in Jeremia 31, die Verse 31 bis 34. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israels und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen, nicht wie der alte gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich der Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel schließen will. Nach dieser Zeit, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetaten vergeben und ihre Sünden nimmermehr gedenken. Gott schließt einen Bund mit seinem Volk. Und wenn man ins Hebräische schaut, dann wird man da eigenartige Worte finden. Da steht nämlich Karat Berit, einen Bund schneiden mit seinem Volk. Wenn man das erste Mal hört, denkt man, hä, einen Bund schneiden? Wie soll denn das gehen? Warum schneiden? Ganz einfach, weil man früher, wenn man Verträge geschlossen hat, Sie kennen die Geschichte vielleicht, aus dem Alten Testament, dann hat man ein Tier geschlachtet, das Tier enthäutet und aus dieser Tierhaut hat man dann Stücke geschnitten. Und wenn man später zusammenkommen wollte, um zu sehen, ob das tatsächlich der Vertragspartner ist, dann musste man sein Stück dabei haben. Und dann hat man es aneinander gehalten und gesagt, ja, stimmt, passt. Das ist der Vertragspartner. Deswegen einen Bund schneiden. Gott hat einen Bund mit uns Menschen geschnitten. Damals, als diese große Flut war, viele Menschen ertrunken sind. Damals, als er sein Volk aus Ägypten geführt hat,
Immer wieder hat Gott sich an seine Menschen gebunden, an sein Volk Israel, hat ihnen ein Stück gegeben und hat gesagt, ich stehe zu meinem Teil. Israel, stellvertretend für so viele Menschen, hat allerdings das mit seinem Teil gemacht. Weggeworfen. Und als es zum Treffen kam, oh, ach, da war noch was. Stimmt, wo habe ich das denn? Habe ich nicht mehr. Oh, der Seifenspender steht in Licht und Schatten und spendet munter vor sich hin. Ist egal, sehen immer viel drin. Und so kam Gott und das Volk immer wieder zusammen. Gott hat seinen Teil des Bundes dabei gehabt und hat gesagt, hier, wo seid ihr, mein Volk? Wo seid ihr, ihr vom Hause Israel? Habt ihr meinen Bund gehalten? Und kleinlaut musste immer wieder zugegeben werden, nein, wir haben dagegen verstoßen. Wir haben uns nicht daran gehalten und Gott hat sein Volk ins Exil geführt. Er hat alles möglich gemacht, um mit ihnen wieder in Kontakt zu kommen. Er hat Strafen ausgesprochen und immer wieder das gleiche Spiel. Gott schneidet immer wieder einen Bund. Zuletzt hat er angefangen, in Jesus einen Bund zu schneiden. Einen ganz entscheidenden Bund. Und er hat geschnitten und geschnitten und zu seinen Menschen, zu uns gesagt, Mensch, ich liebe dich so sehr. Schau mal, ich habe mein Herz an dich gegeben. In Jeremia heißt es, ich habe mein Gesetz in dein Herz geschrieben. Wie kann das gehen? Wie kann Gott sein Gesetz in unser Herz schreiben? Nun, indem wir immer wieder nachlesen, was Gott eigentlich von uns will. Indem wir in seinem Wort lesen, hören, was er zu sagen hat. Hören, was er von und mit uns will. Im Gebet uns an ihn wenden. Sein Herz schlägt ganz wild für dich. Es schlägt, weil er dich liebt. Und so hat er nichts unversucht gelassen. Das Exil war ein weiterer Versuch, sein Volk auf den rechten Weg zu bringen. Das Ergebnis kennen wir. Vorübergehende Besserung. Langfristig immer wieder das Gleiche. Und dann ist Gott einen Schritt weitergegangen. In Jesus Christus ist sein Herz zu uns gekommen, zu dir und zu mir. Und er hat gesagt, dieser Jesus Christus, ich bin bei dir. Ich will dir ganz nahe sein. Erkennst du, wie Gott es meint? Schau mal, in Jesus Christus habe ich mein Herz in Teile geschnitten. Ich habe es mir quasi aus dem Leib gerissen. Und ich schenke dir einen Teil dieses Herzens. Möchtest du diesen Teil des Herzens von Gott in deinem Leben haben? Vielleicht hast du längst diesen Teil ergriffen. Vielleicht geht es ja aber auch wie dem Volk Israel, dass dieser Teil immer wieder mal in der Versenkung verschwindet. In deiner Hosentasche, in deiner Herzensnische,
wo immer auch. Und irgendwann kommt ein Moment, wo Gott sagt, du schau mal, mein Teil des Bundes steht. Wie sieht es mit deinem Teil des Bundes aus? Hast du den eigentlich noch? Und dann fangen wir an, in unserer Tasche zu suchen. Dann fällt uns ein, wie gut es tat, dass dieser lebendige Gott in uns war, dass dieser lebendige Gott sich in uns ausgebreitet hat, dass er sein Gebot in unser Herz geschrieben hat. Und dann holen wir unseren Teil des Vertrages auch wieder raus und sagen, Herr, er ist nicht mehr ganz so schön. Er hat einige Falten bekommen, weil ich ihn unachtsam behandelt habe. Aber ich habe ihn noch. Und dann kommt Gottes Vergebung ins Spiel und er sagt, du, kein Problem. Die Falten, die der Teil deines Herzens bekommen hat, sind deine Lebenslinien. Mit diesen Lebenslinien kann ich gut. Aber komm und bring dieses Herz immer wieder zusammen, damit wir miteinander etwas bewegen können. Komm und lass dieses Herz ganz sein. Komm, mein Vertrag gilt, mein Teil. Ich habe meinen Vertrag mit dir geschnitten. Mein Vertrag steht. Und ich will in dein Herz schreiben. Ich will, dass du ein lebendiger Brief bist meiner Botschaft. Komm und lass diese Botschaft durch dich hindurch wirken. Mein Vertrag steht. Nimm dein Herz in beide Hände und lass es zu einer Einheit mit dem Herzen Gottes werden. Und dann kann Gott durch dich hindurch zu den Menschen wirken. Friede sei mit dir. Amen. Wir wollen gemeinsam das nächste Lied singen. 395, vertraut den neuen Wegen. 395, die drei abgedruckten Verse, sind Sie selbst Herr Ihrer CO2-Werte unter der Maske. Wann immer Sie singen wollen, singen Sie mit. Das Land
Die Abkündigungen für den heutigen Sonntag ex Audi. Eigentlich wäre heute die Jubelkonfirmation der silbernen Konfirmanden gewesen. Die mussten wir aufgrund der Pandemie leider absagen. Aber wir werden sie zu gegebener Zeit vielleicht noch einladen, vielleicht im nächsten Jahr dann mit dazu einfach. Aber nicht verschweigen möchte ich die Spenden der vergangenen Woche. Das sind immer noch die gleichen, wie wir am Donnerstag abgekündigt haben. Das waren 30 Euro. Sie sehen schon, es ist nicht die Welt los an Spenden im Moment. Klar, wenn keine Besuche gemacht werden können und keine Veranstaltungen stattfinden. Ich darf alle ganz herzlich bitten, einfach wer mag, trotz alledem auch nicht nur Online-Gottesdienste zu gucken, sondern vielleicht auch mal online zu spenden. Auch das ist möglich. Vielen Dank an alle, die das schon getan haben. Denn in der Zeit sind auch viele Spenden schon eingegangen, größerer Natur. Vielen Dank dafür. Die nächsten Gottesdienste am kommenden Sonntag, den Pfingstsonntag, ist wieder Gottesdienst. Wenn möglich, werden wir versuchen im Freien. Wir werden mal schauen, wie sich bis dorthin die Werte gelockert oder nicht gelockert haben. Sehen wir mal. Wenn es nicht ganz so windig wäre, wäre es mir ganz recht. Aber drin in der Kirche ist es ja auch nicht besonders schön. Sie können nachher gerne mal reinschauen, wie man da sitzt. Auch nicht so toll. Aber trotz alledem, herzliche Einladung zum Gottesdienst am kommenden Sonntag. Am Montag, Pfingstmontag, ist Gottesdienst online. Das heißt, wir ganzen Pfarrer aus der Region, wie es eigentlich geplant gewesen wäre, wir haben diesen Gottesdienst im Grünen bereits aufgezeichnet und laden Sie herzlich dazu ein, den Pfingstmontag online zu betrachten, wann immer Sie wollen. Ja, und danach ist Günter Mehrmann mitten in den Pfingstferien den Gottesdienst dran. Muss mal gucken, wo. Je nach Wetterlage, das machen wir spontan. Ja, und jetzt wollen wir gemeinsam, halt, den Wochenspruch kann ich Ihnen auch noch sagen. Der Wochenspruch für die vor uns liegende Woche. Christus spricht, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Johannes 12, Vers 32. Und nun lassen Sie uns beten. Ja, himmlischer Vater, du hast deine Botschaft in unsere Herzen geschrieben und du willst sie immer wieder neu in und durch unsere Herzen schreiben. Gib uns Kraft und Mut, uns immer wieder neu auf dich einzulassen. Himmlischer Vater, wir wollen heute an diesem Tag ganz besonders auch an die Menschen denken, die im Moment um ihre Existenz fürchten, weil sie bedroht ist durch die Einschränkungen der Pandemie. Sei du bei denen, und lass sie neue Ideen finden, damit es weitergehen kann. Himmlischer Vater, bei uns allen, wir bitten wir dich um Geduld. Um Geduld mit uns selber, um Geduld miteinander, dass wir auf einem Weg bleiben und uns nicht auseinander dividieren lassen von Radikalen, die jetzt alle möglichen Parolen in die Welt schreien. Lass uns geduldig sein und trotzdem wachsam, dass man uns nicht nimmt, wofür wir viele Jahre auch gekämpft haben. Sei du bei uns, schenk uns immer wieder den Mut auch zur Freiheit, den Mut aber auch zur Besonnenheit. Gib uns deinen Geist in unser Tun und Handeln. Lass uns offene Augen haben für die Menschen, die vielleicht unsere Hilfe brauchen. Nicht nur wir selbst brauchen Hilfe, sondern oft auch andere Menschen beim Einkaufen, weil sie verunsichert sind. Kraft zum Reden, Kraft zum Dasein. Schenke uns deinen Geist, der uns führt und leitet. Und so wollen wir miteinander beten, wie du, Herr Jesus Christus, uns das gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bevor wir nun
Gottes Segen hören, möchte ich Sie noch einladen, nach dem Segen auf den Parkplatz nach vorne zu kommen, denn die Sabine wird das Nachspiel von der Orgel aus gestalten. Sie wird Vollgas geben, dass wir das richtig gut hören können, dass wir den Orgelklang auch in uns aufnehmen können. Und wenn Sie noch einen Moment länger Zeit haben, sie wird auch noch ein zweites Stück spielen. Also sie will uns erfreuen mit dem, was sie an der Orgel kann und macht, und will Gott damit die Ehre geben. Ja, lass mal liegen. Jetzt, das können wir noch heute Abend aufnehmen. Okay. Wir hören Gottes Segen. So segne und behüte uns der Gott, der uns durch diese Zeit besonders begleitet hat, der ein Stück aus seinem Herzen geschnitten hat und dir gegeben hat. Der Gott, der in Jesus Christus uns begegnet als der Lebendige, und der Gott, der im Heiligen Geist uns neue Kraft einhaucht. So segne und behüte uns, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.